You need to know that I'm a rider. You need to know that I'm a rider. Tonight we gonna set the streets on fire. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Need for Speed 2015. Ja, alle werden sich jetzt wundern, warum kommen dazu wieder Videos. Aber ich weiß nicht, warum, aber ich habe einfach Bock wieder auf Ventura Bay. Ja, die Fahrphysik ist verkackt, aber die Spielwelt, auch wenn die bei wie Payback echt geil ist, muss sagen, die hat hier ihren eigenen Flair. Und ja, ich hatte dann einfach wieder Bock auf Need for Speed 15. Warum? Ich erkläre es euch mal ganz kurz, wieso ich da wieder Bock drauf habe. Und es liegt nicht daran, weil Payback ein scheiß Spiel ist. Payback ist unfassbar gut, es hat mir nicht jetzt schon über 100 Parts. Der Grund ist ganz einfach, ich weiß nicht warum, aber manchmal habe ich ein bisschen mehr Bock auf diese Spielwelt, die es hier bei 2015 dargestellt worden ist, weil ich bin so ein Kind, ich bin halt mega Need for Speed Underground Fan. Das recht, der erste und zweite Teil, die hauen mich halt immer wieder total Kindheitsflashback. Und diesen Flashback schafft Payback halt nicht. Payback ist ein super Spiel, an Spiel ist es super gesehen. Von der Spielwelt her bringt mich Need for Speed 2015 ein bisschen mehr in die alten Underground-Zeiten zurück, weil wir hier eben dieses Oldschool Street Racing haben, in der dreckigen alten Stadt, nachts bei Regen und allem drum und dran. Das hat also seinen ganz eigenen Flair und deswegen hatte ich wieder Bock drauf. Da kann die Fahrphysik noch so kaputt sein. Man kann sich ja daran immer wieder gewöhnen, sagen wir es mal so. Und außerdem hatten wir hier noch ein bisschen was offen und ich wollte die PC-Version ja eh mal durchgespielt haben. Dementsprechend werden wir das ab heute nochmal wieder ein bisschen angehen, würde ich sagen. Habe ich nämlich Bock drauf. Und das machen wir so. Und nebenbei sieht Payback nicht so geil aus wie 2015. Wenn ich gleich mal rausgehe und euch die Nacht anguckt, vergleicht die mal mit Payback. Und das sieht dann nicht mehr so geil aus. Aber das hatte ich ja bei Payback schon mal erwähnt. Der Unterschied liegt eben daran, 2015 in Need for Speed war komplett auf die Nacht abgestimmt. Also alle Texturen, Fahrzeuge, Schatten, etc. waren halt komplett darauf abgestimmt, nur in diesem Nachtsetting bei dieser Beleuchtung zu funktionieren. Und bei Payback muss es halt alles so getweakt werden, dass es bei Nacht und als auch bei Tag schön wirkt. Weil wenn du das Spiel hier im Tag machst, wisst ihr selber, das sieht nicht so geil aus. Und das war halt, ist dann das Problem, dass du halt nicht beides High-End machen kannst, recht, weil es von der Performance dann höchstwertig eine Katastrophe ist. An den Konsolen mussten wir sowieso noch tweaken. So, wir machen heute weiter hier und wir haben noch ein bisschen was offen. Wir müssen Speed fahren, wir müssen, wir haben noch alles offen. Wir könnten theoretisch erstmal eine 5-Minuten-Verfolgungsjagd machen, wo wir genau wissen, dass das ewig dauert, weil, ja, wie ja das wissen, dass die Fahrzeuge, also dass die Polizei hier so ein bisschen lala ist. Das Schöne ist, ich habe hier keine vorgefertigten Fahrzeuge, ich kann mit allen Autos überall fahren. Ich glaube, wir haben mit unserem SX ein bisschen gemacht oder hatten wir unseren BRZ, ich weiß gar nicht, wer am leichtesten Leistung hat. Wir müssen mal kurz gucken, ich muss mal wieder ein bisschen mal reinkommen. Wie viel Leistung hatten wir denn hier? Wir hatten hier, 205 PS, okay, das Ding hatte jetzt nicht wirklich Leistung. Hast du Leistung? Oder der R32 hatte Leistung, ne? Der R32 war, glaube ich, unser Beast für alles. Oh, 612 PS, okay, du warst nicht untermotorisiert und der Skyline? Ach ja, fahren wir Skyline. Komm, wir fahren Skyline. Warum sind da kein Design drauf? Ach stimmt, ich wollte den so clean haben, ne? Ja, wir gucken trotzdem mal. Wir gucken mal ganz kurz, was die Leute so entworfen haben. Vielleicht ist da irgendwas Schickes dabei, wo ich sage, oh ja, nicht im Trend. Neuester, beliebtester. Beliebtester hätte ich gerne. Ah, so Mini-Skyline-Design, ne? Das ist schick. Das gefällt mir sehr gut. Da kann man noch ein bisschen was dran bearbeiten. Und dann hätte man schon ein ziemlich sickes Design. Hallo? Danke fürs Laden. Die Ladezeiten beim aktuellen Need for Speed sind auf jeden Fall deutlich besser. Also was die Performance technisch, auch wenn ich am PC spiele, ist das Ding echt eine Katastrophe. Also Ladezeiten technisch. Rest funktioniert ja relativ gut. Oh ja, wir könnten auch natürlich Eddie Skyline... Oh, nee, ist gar nicht Eddie Skyline. Doch, ist Eddie Skyline. Ja, genau. Wir nehmen den Mini Skyline. Einmal bitte downloaden. So, den würde ich aber gerne nochmal kurz bearbeiten. Decals, genau, hinten. Nee, warte, was war das? S1 will ich runterhaben, das gefällt mir nicht. Decal löschen, so. Ich weiß nicht, was das 1 heißen soll, deswegen kommt es einfach ab. Und das schwarze Heck, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Das gefällt mir so okay, aber das Nismo finde ich nicht schön. Wo ist denn das? Ist das auf dem Dach? Das ist auf dem Dach, ne? Das Nismo kann mal weg. Und der Punkt. Ja, lass mal das schwarze Heck mal. Lass mal das schwarze Heck, sonst mal, das passt schon. So, Änderung speichern wir natürlich. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder raus in die Spielwelt und ja. Machen wir wieder ein bisschen Action. Ich bin gespannt. Wie gesagt, erstmal muss ich ans Handy wieder reinkommen. Das wird unfassbar zickig jetzt werden für mich. Ich werde aber erstmal wieder auf werde ich auf Automatik stellen oder manuell? Was war besser? Ich glaube, ich werde erstmal wieder auf Automatik stellen, sicherheitshalber. Um wieder ein bisschen reinzukommen. Manuell kann man dann immer wieder machen. Das ist das Problem bei dem Handling hier. Bei Payback kommst du sehr schnell rein. Das Handling ist sehr, sehr einfach. Muss man wirklich sagen. Wirklich sehr, sehr einfach. Das lernst du innerhalb von 5 Minuten. 2015 Need for Speed ist so ein bisschen so, entweder du willst es lernen oder nicht. Das ist so ein bisschen wie Dark Souls. Das Spiel haut dich, wenn du keinen Bock drauf hast. Das ist so ein bisschen doof, ne? Das ist halt... Naja, der Spieler wird halt eher geprügelt dafür, dass er versucht zu lernen. Und die Ladezeiten. Ah! Ich weiß, dass ich nicht vermisst habe. Wenn ihr überlegt, ne? Also der Rechner ist jetzt nicht schlecht. i7, 7700K, GTX 1070, 16 GB DDR4. Ja, du.
Und es ist sogar auf der SSD, glaube ich, sogar drauf. Also dementsprechend, ja, das sind jetzt nicht unbedingt Ladezeiten, die man da beloben müsste. Aber na gut. Das haben sie halt, ich glaube, sie haben es ein bisschen verbessert gehabt damals, aber ich glaube nicht krass. Und da gab es, glaube ich, mal ein Update. Bei Payback haben sie super viel rausgeholt, muss ich sagen. Da haben sie echt sehr viel rausgeholt. Ich denke mal, da war irgendwo im Hintergrund ein Fehler einfach, der das bewirkt hat, weil sonst kannst du nicht einfach mal kurz, ach, wir haben mal kurz einen kleinen Patch gemacht und die Ladezeiten sind plötzlich nur die Hälfte. Da muss ja irgendwas grundsätzlich schief gewesen sein. So, guck dich das an. Es wirkt, also ich weiß nicht warum, aber Need for Speed 2015 wirkt optisch realistischer. Und ich, da bin ich noch nicht der Einzige, der das so sieht, oder? Wo ist denn jetzt die scheiß Option? Ne, das war nicht die Option. Hier war die Option. Also es wirkt realistischer von der Optik. Und nebenbei, der Soundtrack ist, finde ich, sogar ein bisschen geiler, weil hier sind alte Need for Speed Soundtracks drin. Das ist halt noch ein bisschen geiler. Wo haben wir das denn mit dem Steuerung? Wo habe ich das? Wie kann ich das jetzt nochmal einstellen mit manueller Automatik? Ach scheiße, muss ich in der Garage, ne? Habe ich Automatik? Geht der Automatik? Ne, ist er nicht. Wow, kein Ruckler hier. Guten Tag. Wir gehen nochmal kurz rein. Sorry. Ganz vergessen, dass das hier, in der Garage... Ach, ich liebe 2015 Need for Speed. In der Garage eingestellt werden muss. Ah, das war ja so total dumm. Das war ja eine Tuning-Option. Ob ich manuelles oder automatisch Getriebe habe. Also jetzt den GTR jetzt mal umbauen. Wo war die Scheiße? Da, aus. Genau, jo, haben wir alles. Wow, okay. Ich mag mein Shadowplay im Moment. Shadowplay ist im Moment der Shit bei mir. Es lässt alles ruckeln. Es ist der Wahnsinn. Ah, ey, so eine Fick-Scheiße. So, dann sind wir wieder draußen. Jetzt gucken wir mal kurz, was wir als nächstes angehen wollen. Wir werden voraussichtlich, ich denke mal, wir machen mal Speed, weil ich denke mal, das ist die beste Möglichkeit, um erstmal wieder reinzukommen. Und um dann direkt reinzukommen, werden wir auch da schon selber hinfahren. Wir können uns auch porten, aber ich will erstmal wieder mit dem Handling reinkommen, weil das wird ein bisschen die Sache. Und dann schauen wir mal. So. Hier nochmal eine kleine Runde. Ich hoffe, die Performance passt soweit. Es ist ein bisschen am Ruckeln. Ich muss mal gucken. Also wie gesagt, bei mir ist Shadowplay im Moment am Spacken allererster Güte. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber schauen wir mal. So, jetzt mal wieder ins Handling reinkommen. Das ist ja ein bisschen trickiger als Payback, weil die Karren ja so ein bisschen auf Schienen fahren. Also du hast so bestimmte Spuren, von denen du willst. Hat so ein bisschen was von den alten Drag Races von Need for Speed Underground. Nachteil ist, das gesamte Spiel so, nicht nur in den Drag Races. Die gibt's ja hier, stimmt. Ich wollte sagen, die gibt's ja hier gar nicht, aber die gibt's ja hier auch, stimmt. Ach, stimmt. Okay, die müssen wir jetzt hier treffen. Komm, das kriegen wir hin. Ja, da sind wir da drin, da kommt das Drift-Handling auch wieder. Und da in dem Moment merke ich da, wie Payback vom Handling halt einfach so viel besser ist, weil hier kann ich nicht konzentrieren, der Wagen kontrollieren. Der Wagen macht einfach den Drift und das war's dann auch, aber na gut. So, ich bin mal wieder gespannt. Wie gesagt, ich habe halt Bock drauf, weil guckt euch diese Spielwelt an, die Umgebung. Ich weiß nicht warum, aber das 2015 Need for Speed hat einen realistischeren Look, was die Umwelt angeht, was die Wagen in der Welt angeht. Das wirkt alles ein bisschen realistischer. Weil es einfach viel mehr aufeinander abgestimmt ist. Dadurch, dass sie halt nur eine Tageszeit haben, konnten es einfach viel besser aufeinander abstimmen und daran die Performance anpassen. Und mit Tag-Nacht-Wechsel, ja, da hast du halt deutlich mehr Herausforderungen, alles gleichmäßig schön aussehen zu lassen. Weil hier sind alle Texturen, jegliche Umgebung halt daran angepasst, in welcher Tageszeit sie angezeigt werden und wie die Lichtquellen darauf wirken. Und dadurch hast du halt einen ganz anderen Look. Und ich weiß nicht, das hat halt diesen anderen, nicht was mit Underground fällt. Den schafft Payback halt nicht, das will Payback auch gar nicht, weil es von der Story her in eine komplett andere Richtung schießt. Aber ja, ich weiß nicht, euch, das hat halt diesen Charme, hat es halt für mich und das macht mir halt immer noch Laune. Ich muss halt einfach sagen, das ist halt immer noch ziemlich geil. So, ganz einfache Kiste. Das habe ich noch gar nicht mitgenommen. Das nehmen wir doch direkt mal mit hier. Was Schönes hier zum Einsammeln, du. Naja, habe ich mitgenommen hier. Das ist ein schöner Urbex-Punkt. Stimmt, gab es den zweiten? Nee, gibt's bei Payback gar nicht, ne? Oder doch? Ich bin mir nicht sicher. Ja gut, die waren auch jetzt nicht so spannend. Aber es sind Sachen zum Einsammeln. Die sind auch leichter zu finden als irgendwelche Pokéchips. 8 von 10 aber schon. Okay, krass. So viele gab es hier eben noch nicht. So. Ich habe gar nicht meinen Sticker draufgepackt. Wie unhöflich von mir selber. Mir gegenüber. Upsala. Da. Tag. Ah, jetzt sind wir hier wieder in den Bergen. Ah, das hat so einen schönen Flair. Ich mag die Berge bei Payback auch, aber die sind halt hier, du fühlst dich halt, als wärst du gerade mitten nach Japan gekommen. So plötzlich aus Amerika, ups, das war Japan, das war ein bisschen zu schnell. Da habe ich ein bisschen zu schnell gereist. Da sind wir einfach direkt von hier Amerika nach Japan gelandet. Da oben ist auch ein Fotopunkt. Ich lasse mich auch bei 2015 Need for Speed gar nicht ablenken, das ist gut. Das irritiert so sehr, dass es keine Pause gibt. Das fuckt auch so ein bisschen ab, na gut. Stadtraserei. Ab geht es. Würde ich sagen, legen wir mal los. Party, Party, unterbiegen wir Magnus neue Rekorde. Mach dich bereit!
Zeit, Mann. Es geht los. So, aber ich Charaktere vermisst habe. Wie ich Monster vermisst habe, wie ich Spike vermisst habe, wie ich Fistbumps vermisst habe. Das ist einfach so seinen ganz eigenen Flair. Und ich muss sagen, das Handling ist jetzt gar nicht so schwer. Also ich komme jetzt direkt relativ schnell wieder rein. Oh gut, der R32 fährt sich auch ziemlich geil. Muss man jetzt einfach mal so netten halber, so nebenshalber mal erwähnen. Fährt sich super. Astrein haben wir gerade gesehen. Das Zickzackfahren war gewollt, um das tolle Handling dieses Spiels zu untermalen. Ich mag auch die Tachos unten rechts, die sind total realistisch, weil bei 8000 Umdrehungen fängt der rote Bereich an. Bei normalen Autos wäre dann die 8 dementsprechend komplett rot und nicht nur halbrot, aber das ist ungefähr bei 8, ne? Du kannst noch ein bisschen höher noch drehen, aber dann ist Motorschaden. Ach ja. Ich weiß nicht, ob wir gerade gut unterwegs sind, aber ich würde jetzt behaupten, ja, also ich fühle mich jetzt nicht langsam. Was auch daran liegt, dass wir einen relativ zügigen Skyline haben. Wir haben ja ein bisschen PS in der Haube mittlerweile in dem Kfz. Dementsprechend sind wir, glaube ich, auch gar nicht so langsam. Aber ja, wir haben noch ein bisschen Story hier vor uns. Wir sind noch nicht Level 70. Haben wir zwar alle schon eine Xbox hinter uns, aber... Pff, warum nicht dann nochmal am PC? Ich hoffe, ihr habt zumindest Bock drauf. Sie meint so, warum noch DC, jetzt nur 15, ich verspiele mal dann wieder Payback. Ja, kommt ja auch wieder, also kommt ja auch noch, so rum weiter. Aber hier habe ich jetzt noch Story übrig. Bei Payback bin ich halt jetzt aktuell Story-technisch durch. Ich habe alles Autos eingesammelt. Gut, ich muss die Coins noch einsammeln. Aber das werde ich, glaube ich, mal in einem Stream machen, weil da echt so der... Ja, der Reiz ist, ich will 100%. Der Nicht-Reiz ist, Alter, das sind ganz schön viele Chips, die irgendwo mitten in der Pampa liegen. Aber die finden wir schon noch. Das wirkt einfach so viel realistischer. Ich weiß nicht warum, aber die ganzen Beleuchtungen und so, also... Ich fand Payback hier echt hübsch, aber wenn ich jetzt halt das Spiel wieder zurückkomme, denke ich halt, Payback ist in der Nacht jetzt nicht schön. Also... Am Tag sieht Payback wirklich gut aus und allem drum dran. Die Nacht kann 2015 Need for Speed halt echt noch einen Tacken geiler. Das haut halt noch mehr rein. Gut, dafür, dass es schwer war, ist es 2.10, aber schon... Ja, war sehr herausfordernd auf jeden Fall. Huh, ich bin komplett überfordert. Kampfmaschine, dagegen ist Godzilla ein Garten... Das ist Godzilla gewesen, ey! Du kannst doch nicht hier Godzilla beleidigen, während ich Godzilla fahre. Das ist rein theoretisch, macht das keinen Sinn. Wo ist der Level 41? Das macht Sinn. Verdeckte Kabelführung, jetzt im Store gekauft werden. Verdeckte Kabelführung. Oh, ich hab neue verdeckte Kabelführung. Geil. Bock drauf. Spike, telefonier mit mir, los. Okay, okay. Ist schon gut, aber nicht so, wie er es gemacht hat. Hey, hörst du das? Hörst du, was Manu sagt? Unser Lauf hat nicht gezählt, Mann. Das meinte ich nicht. Ich sagte, Magnus ist den Lauf mit einem Wagen mit vielleicht 250 PS gefahren. Wenn's reicht. Ach, was soll's. Die Neider wollen uns nur alles wegnehmen. Das hat nichts mit Neidern zu tun, Bro. Hey, die Leute reden. Machen's dir nach. Aber ich finde, wenn du wirklich Eindruck machen willst, dann mach's wie er. Mit einem Wagen unter 250. Das alles. Na gut, du willst es so, du kriegst es. Mann, du raffst es nicht. Ich halt zu dir. Ja, klar, verstehe. Vergiss es einfach. Ich ruf dich später an. Ja, bis später. Yo, glaubst du das? Die wollen uns fertig machen. Das, was wir geschafft haben. Die wollen unter 250, kriegen sie. Keine Ahnung, was mit dir ist, aber ich fahr den Lauf nochmal und zeig's denen. Bis später, Mann. Jo, sind wir noch bei, oder? 250 PS? Locker flockig, machen wir. 250 kriegen wir hin. Wir haben sogar entweder fahren wir das SX oder wir holen uns das neue. Ich hab irgendwie Bock wieder auf was anderes. Wir gucken ja mal kurz, was wir für eure Autos kaufen können mit dem Geld, was wir haben. 250 PS ist ja nicht so viel. So, wir haben noch einen Urbex-Punkt, den nehmen wir hier mal kurz mit. Gesicht im Fels. Ich bin immer noch dabei, ich erkenne dieses Gesicht nicht. Kein Scheiß, also für mich sind da keine Gesichter, also kein Mist, also, nein, da sind keine Gesichter, ganz einfach. So, wir gehen mal zur Garage, und schauen mal, was für ein Auto sind wir oben? Wie gesagt, unser SX könnten wir fahren, die S13, die hat 250, die hat 205 sogar nur, die wäre sogar locker drunter, aber ich habe irgendwie auch Bock auf neues KZ. Eigentlich hätte ich Bock auf ein neues KZ, warte, wir können ja mal kurz gucken, Wagen auswählen, Wagen verkaufen, wen verschieben wir dann mal kurz, den will ich nicht verschieben, Eddie Skyline bleibt schön hier. Wir verschieben mal kurz die Supra. Ne, die Supra muss hier stehen bleiben. Die Supra muss hier stehen bleiben, einfach aus Optikgründen. So, die verschieben wir mal kurz. Tschüss ins Lager. So, 250 PS. Ich brauche die Daten mal. Was haben wir denn so? Ich will irgendwas haben, was schon mal in die Richtung geht von der Grundleistung. 280 zu viel. Oh, Supra. Aber 205, 250. Ist hier gerade mal 91 hat. 259.
S15, haben wir keine S15, ne? Aber da können wir gerade mal 3 PS machen. Aber hey, dann machen wir die halt erstmal nur optisch. Dann sind wir schön richtig Wiser-mäßig unterwegs. S2000 wäre auch geil. Ja, jetzt gehen wir, glaube ich, in Richtung, oder? Warte mal, der E30 geht noch. Ja, jetzt kommt, ne, Elise geht auch. Ach krass, die Elise geht echt. Exige meine ich. Das wäre auch böse. Ja, jetzt kommt nichts mehr. Okay, dann habe ich aber Bock, holen wir uns die S15. Mach mal richtig auf Wiser, Junge. Mach mal richtig auf Wiser. Nur Optik. Pure Optik wird jetzt gemacht. Weil wir haben 3 PS, die kann ich nirgends mal machen, glaube ich, oder? Warte, ich kann Nitro einbauen. Gucken wir mal ganz kurz. Darf ich Nitro einbauen? Nitro. Wo ist Nitro da? Nitro dürfte nichts an der Leistung machen, ne? Zeit Nitro, 7,5. Kaufen wir mal, weil Nitro können wir trotzdem reinzimmern. Aber ich glaube, sonst dürfen wir schon nichts mehr, oder? Ja, okay, das hat sich schon erledigt. Okay, aber Fahrwerk und so können wir trotzdem machen. Das dürfen wir ja trotzdem, Fahrwerk und Diff und so ein Shit, weil das macht die Karre ja trotzdem besser. Extrem Drift, Extrem Grip. Ja, komm mal, ruhig Drift, scheiß drauf. Die Karre kann ruhig quer gehen. Bremsen machen wir auch nochmal. Voll einstellbare Bremsen. Voll einstellbare Handbremse. Stabis können wir noch machen. Haben wir noch nicht frei komplett, aber die können wir schon mal einbauen. Luftfilter bringt. Oh, die bringt. Oh, das wird genau 250 PS bringen. Ja, komm rein damit. So. Ich hoffe, es heißt nicht unter 250, dass ich gar nicht 250 haben darf. Aber wir gucken mal. So, wir schauen erstmal, was wir machen können. Erstmal legen wir die Karre mal kurz ein bisschen tiefer. Ah, da ging aber dem Spiel nicht so viel, hatte ich ganz vergessen. So. Spur lassen wir mal so. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir haben Shirts, aber keine. Wir haben nur Bodykits bei dem, stimmt. Wir haben Rocket Bunny, Garage Mac, Sea West oder Vertex Body. Sea West ist geil. Garage Mac wäre halt extrem geil, weil dafür, dass wir jetzt auf Speed gehen, da wird die Karre natürlich von der Optik super hinpassen. Rocket Bunny ist natürlich sowieso cool. Aber ich glaube, wir machen Garage Mac. Komm, fahren wir das mal. Das ist für das, was wir machen, auf Leistung zu fahren, macht das schon ganz gut Sinn. So, Haube. Oh, boah, die Carbon-Haube. Aber hier der böse Blick dabei. Das finde ich halt bei 2015 ein bisschen bescheuert. Das scheint mir auch teilweise mit bearbeitet werden. Ich will keine bösen Blicke haben. Dementsprechend lassen wir das schön weg. So, Scheinwerfer können wir jetzt trotzdem noch machen. Einlassbelüftung? Auf der anderen Seite haben wir echt eine Einlassbelüftung? Das gab's? Krass, warum weiß ich davon nichts? Das ist ja voll geil. Das ist ja voll geil. So, das dürfen wir nicht mehr viel machen. Spiegel können wir noch machen, aber schön C-West. Rückleuchten gibt's nix. Auspuff ist schon. Ach, so schön, wie das alles so limitiert ist. Da freut man sich da wieder zurück zu sein. So, aber das Bodykit ist trotzdem schick. So, LP05. Oh, haters gonna hate. Aber hier gab es eine mehr coole Kennzeichenauswahl, muss ich sagen. Die waren hier schicker, muss ich sagen. Nehmen wir ruhig mal Kalifornien. So, was können wir hier noch machen? Kofferraum können wir noch. Aber wir können cleanen, das ist natürlich sehr geil. Warte, da müssen wir den Spoiler runter machen, ne? Gegenstand entfernen. Oh, Carbon-Kofferraum. Was kann ich denn dann draufklatschen für Spoiler? Warte mal. Passt nicht. Ah, nur den Garage Mac geht. Den will ich aber gar nicht. Warte mal, machen wir mal Rocket Bunny, weil das ist schön clean. Ja, der Garage Mac passt trotzdem noch. Alter, was eine Theke, ey. Der Garage Mac ist halt von eurer Optik ziemlich geil. Obwohl ich Rocket Bunny auch cool finden würde. Aber wir müssten eigentlich theoretisch einen großen Flügel fahren. Ja, aber nehmen den hier, der ist größer. Wenn müssen wir den Riesenflügel fahren. Wenn der Riesenflügel. So. Jetzt müssen wir natürlich auch noch ein bisschen was an Felgen machen, dass da was Schönes drauf kommt. Die sind auch von dem Die Felgen sind hier von den Maßen geiler, muss ich sagen, als bei Payback. Hier hast du schönere Felgenmaße. Und die haben wenigstens auch noch Namen. Das ist ein bisschen einfacher, die Felgen zurückzufinden. Fahren wir Workmeisters 1. Ich glaube, wir fahren Workmeisters 1. Fahren wir vorne normal und hinten fahren wir Deep Dish. Das machen wir. So, hier kommen normale Workmeisters 1 drauf. Bisschen größer ruhig. Und hinten kommen Workmeisters 1 Deep Dish drauf. Workmeister S1 muss man eigentlich auf einer Silvia fahren. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Das passt einfach wie Arsch auf Eimer. Oder wie Workmeister S1 auf einer Silvia halt. Sieht ja schon mal gut aus. Die sind, glaube ich, einen Tacken zu groß, die Felgen. Und die Farbe passt halt noch nicht. So, Reifen. Dann machen wir ruhig Need for Speed. Das können wir ruhig machen. Ich glaube, die Felgenfarbe. Oh, ein Grau. Ich glaube, es macht schon viel aus. Naja, das macht schon viel an den Felgenoptiken aus. Wir machen keine gezogenen. Stimmt, gezogene gibt es beim neuen Need for Speed auch nicht mehr. Und Hankook ist auch raus. Und Falken auch. Krass, ich merke gerade, dass wie viele Reifensteher gar nicht mehr drin sind. Da sieht man erst, wenn das Spiel wieder zurückgeht, dass da einiges rausgeflogen ist auf Dauer leider. Oh ja, machen wir Stop Deck. Das sieht geil aus mit Gelb. Das sieht geil aus mit Gelb.
Ja, Bremssattel, genau. Stoppleck ist auch nicht mehr drin, glaube ich, wenn ich mich irre. So, das sieht doch schon mal nicht verkehrt aus. Da können wir schon mal noch ein bisschen Sturz machen, aber. Aber wir können die Spur weit. Ja, wir können die ja noch weiter rausholen, die Reifen. Geil. Sturz vorne richtig assi. Ja, vorne müssen wir die Spurweite ein bisschen reinholen. Ja, das ist schön, das ist schick. Oh ja, so, Alter, guck, wie schön die Reifen hinten stehen. Was ein Booty. Dass man das nicht mal bei Paving einstellen kann, nervt mich auch ein bisschen. So, wir gucken mal kurz, was die Leute so Schönes gemacht haben für das Ding. Höchstreich, ja gut, es war klar, die Mona Lisa Design, dass das dafür gibt, ist klar. Aber wir wollen ja nicht driften gehen. Dementsprechend... Gucken wir mal. Ja, Red Bull ist auch ganz schick, aber wir wollen hier nicht driften gehen, möchte ich sagen. Das ist. Wir fahren damit jetzt Performance. So, hier schönes. Die ist schon mal nicht schlecht. Okay, das ist ein bisschen zu viel. Nein, das ist too much. Das ist eindeutig zu viel. Hier ist was schön cleanes. Ja, gut, kein Rocket Bunny, das haut nicht hin. Das Top Secret, kann das sein? Ja, so in die Richtung geht das. Sind wir hier so. Auch schick. Die übertreiben es aber auch immer, ne? Die Karren werden auch komplett zugeklatscht. Da wird einfach jedes Deckel, was es im Shop gibt, einmal drauf damit. Das ist auch ganz geil. Das hat schon was. Ach stimmt, die Lautsprecher waren ja in eine bestimmte Richtung. Da hast du nicht überall Musik gehört im Shop, wenn du dich weggedreht hast. Drift Infantry. Mann, die wollen alle die Dinger seitwärts fahren, was an L15 ja nicht verwerflich ist, aber ich will es gerade nicht. Oh, von Crown sogar hier. Well, Crown hat ein Design. Oh, geil, das aus, ist von, Racetrack Grid. Ja, komm, das können wir machen. Das können wir machen. Das passt super. Das haut super gut hin. Ich mach die Scheiben mal kurz sauber, weil ist zwar ein schönes Detail, aber ich will es nicht haben. Dementsprechend kommt der Dreck mal kurz runter. So sind die Scheiben zumindest mal sauber. Wie gesagt, das Detail finde ich ganz schick, dass die Scheiben so verschlissen sind, aber will ich nicht haben. Alter, wie viel Dreckdetails da drauf sind, ist ja der Wahnsinn. So, hier auch nochmal runter. Die Karre sind halbwegs sauber. Hat er auch überall Dreckdetails drauf? Theoretisch kann ich das Ding komplett sauber haben, wenn ich es haben möchte. Ja, aber so verschlissen ist schon ganz gut. Wir fahren ihn ruhig ein bisschen verschlissen. Das ist schon okay. Das können wir machen. Das können wir ruhig machen. Änderung einmal bitte speichern. Sehr gut. Danke an Crowned für das schicke Design. Und jetzt würde ich mal sagen, ja, gehen wir mal raus und schlagen Magnus Rekord mit einem Auto mit unter 250 PS. In Klammern mit einem Auto mit 250 PS. Ja, da kann man sich drüber streiten. Ich hoffe, unser Wagen darf fahren. Es ist jetzt lustig, wenn er steht unter 250. Nicht 250. Ich sehe schon kommen, dass ich jetzt falsch zu viel Leistung habe, dass ich den Luftfilter gleich wieder raus... Alter, was ein Flügel. Boah, und Luftfilter, das sieht man auch schön, sehr gut. Was ein Flügel, Alter. Big Wang, Junge, Big Wang. Ich gehe nochmal rein. Ja, gut. Dann meinten die auch wirklich unter 250, nicht 250. Okay. Sorry. Kann man ja mal verwechseln. Luftfilter raus. Tschüss. So, jetzt haben wir unter 250 PS. Fick dich. Man kann es ja mal probieren, ne? Der Versuch war es wert. Der Versuch zählt. Fahr mal unter 250 PS, Mann. Dieser Flügel, Alter. Das Ding könnte auch gerade aus Grid stammen, von Westworld Grid. Guck dir mal diesen Flügel an von Raven Best, Junge. Raven Best. Ist von Vincent Raven. So. Ja, okay, das sind nur 247. Wir fahren halt Serienleistung. Das ist Bodykit auf jeden Fall vonnöten. Ja, aber der Leistung brauchen wir diesen Flügel. Der Ampostruck würde uns doch niemals auf der Straße halten. Alter, was ist das denn für eine Theke? Godwing, Bro, Godwing. Jetzt fühlt sich jetzt nicht allzu schnell an. Maximalen Boost. Da vorne ist sowas zum Anschauen, aber da fahren wir jetzt nicht hin. Boah, manchmal ist es ein bisschen schwer zu sehen, wo der Gegenverkehr auf welcher Spur der gerade ist. So. Ich finde es ja lustig, dass wir nicht dieselbe Sache nochmal fahren, weil die haben gesagt, ja, das hat der Magnus aber unter 250 PS geschossen.
Und dann das Spiel so, ja, aber du fährst jetzt trotzdem ein anderes Event. Okay. Wie sehen wir es? Ein Wagen mit unter 250 PS? Ja, gut, stand nicht und kleiner gleich. Ich stand nur kleiner. Dann liegt das Spiel richtig. Dann sag ich falsch. Sorry. Spike ist jetzt nicht dabei, oder? Na gut, das wird auch hier alleine fahren. Sehr gut. Stimmt, ist der da nicht pisst, weil wir ohne den fahren? Spike ist doch so eine kleine Mimose. Der heult da wegen allem rum. So wie mit einem kleinen Kind den Lutscher wegnimmt. Ist ungefähr genauso einfach, aber das heult auch genauso viel. Ich mag die Jungs hier. Ja, so, mit uns bei 50 PS fährt sich das jetzt wie Payback. Also vom Handling her, das ist schön direkt. Ich fahre nicht auf Schienen, aber das ist auch der Fall, weil wir einfach nicht schnell genug sind dafür, um auf Schienen zu kommen. Ich glaube, das ist auch zu tief zu dafür, ne? Dementsprechend, man muss schnell genug sein, um über die Schienenkante drüber zu fliegen. Ich laber gerne Bullshit. Es wird aber sehr irritierend, wenn man normale Nitroflammen hat und nicht plötzlich den ganzen Regenbogen hinter sich herzieht. Das fährt sich so angenehm. Können wir nicht alle Rennen oder 250 PS fahren? Ich finde, das ist so die Leistungsklasse, in der ich mich sehr wohl fühle. Die S15 schon geil. Die sieht schon, muss ich ein Payback mir auch noch holen. Da stehe ich hier auch noch auf dem Plan. Da kann man das, glaube ich, auch alles ein bisschen freier konfigurieren. Da kann man den bösen Blick, glaube ich, auch als Scheinwerferoption auswählen. Was Sachen ein bisschen einfacher macht. Guten Tag, Herr Polizist. Machen wir eine 5 Minuten Verfolgungsjagd? Ja, okay, dann nicht. In einer Folge auch noch mal 5 Minuten Gassi gehen mit den Polizisten, denn die müssen ja auch mal ein bisschen Auslauf bekommen. Das war jetzt auch nicht sonderlich schwer. Entweder fahre ich unglaublich gut, oder, nee, daran wird es nicht, obwohl, das war jetzt kein schlechter Lauf. Dieser junge Raser, das war ein junger Raser. Unterschied. Du warst alleine. Komm, Spike, hol dich bei mir aus. Komm. Lass es raus. Ist noch ein Punkt. Hallo, willst du Spike nicht anrufen? Oder habe ich noch ein Event? Nö. Ich glaube, Spike hat gerade keinen Bock zu telefonieren. Das könnte sein. Siehst du, das Ding erkenne ich, der Nerd. Ja, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Aber mit dem Gesicht ja, alles geschafft. Krass, okay. Ne, eins fehlt noch. Da war noch welche, okay. Da weiß ich nicht, was ich 10 von 10 geschafft habe. Will Spike nicht anrufen? Spike, telefonier mit mir! Oder muss ich jetzt erst die nächste Mission machen? Ich fahr mal kurz ein bisschen rum, ob Spike dann Bock hat, mich zu telefonieren. Ziehen die gerade wirklich den LKW raus? Bitte halten Sie an, Sie sind zu schnell. Und schön abgedrängt, den Jungen. Ah, da kommt er doch. Junge, mein Telefon explodiert. Jeder weiß, was du geschafft hast. Ja, ich. Gut für uns, Mann. Lass uns eine neue Strecke versuchen. Was Anspruchsvolleres, Mann. Wieso weiß jeder, was ich geschaffen habe? Ja, was ich geschaffen habe. Hör auf, Finger weg. Das ist mein Ding. Nimm die Finger weg von meinem Ding. Ja, okay, das ist irreführend. Ich merke das schon. Wahnsinn, Genie. Ja, komm, komm. Wir gönnen uns noch ein schönes Rennen. Wir gönnen uns heute noch mal ein schönes Rennen. Wollen wir das nächste Folge? Das machen wir nächste Folge. Nehmen wir auch nächste Folge, weil ich eh schon spät heute dran bin mit der Folge, weil ich noch wo war, Wagen beim Lackierer abholen. Und das kam ein bisschen plötzlich. Dementsprechend, ja, hänge ich heute ein bisschen mit den Folgen aufnehmen hinterher. Aber dann machen wir das in der kommenden Folge. Ein bisschen weiter Rennen fahren. Ich hoffe, ihr habt Bock wieder auf die 2015. Ja, lasst gerne einen Daumen oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier in Ventura Bay wieder, würde ich sagen. Da oben ist das Rennen schon. Da müssen wir irgendwie jetzt mal hochkommen wieder. Aber das machen wir schon. Und ich bin mit raus. Wünsche einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im kommenden Video wieder. Bis dann. Tschö.